Huhu, Leute, ich bin Flasher. Willkommen zu meinem Guild Wars 2 Video Guide zum Schneeblind-Fraktal. Das Ganze ist aus einem Livestream ausgeschnitten. Trotzdem werde ich in diesem Video erklären, was man in diesem Fraktal machen muss, worauf man achten muss, welche Tricks man bei Bossen anwenden kann und auch, wie man zum Teil einige Passagen schneller machen kann. Das heißt, ihr lernt hier, wie die meisten Gruppen diese Fraktale laufen und könnt das dann locker auch selber nachmachen. Ich wünsche euch auf jeden Fall viel Spaß mit dem Video. Okay, gut. Dann fangen wir einfach mal an mit Schneeblind, oder? Level 3. Dann kriegt ihr auch direkt alle ein Level-Upgrade, außer Tigerkralle, die ja schon höher ist. Okay, wenn man jetzt tryharden würde, jetzt in Schneeblind, könnte man theoretisch sagen, okay, Schneeblind, das spielt bei Nacht, das heißt, man könnte theoretisch ein Nachtsigil in seine Waffen reinpacken und man trifft in dem Fraktal am Anfang auf Elementare. Es gibt zum Beispiel einen Trank der Elementarvernichtung, das ist der hier, trifft man auf Elementare. Und später beim Endboss trifft man auf Söhne Svanir, das ist der Endboss. Da habe ich jetzt den Trank leider selber gerade nicht dabei, aber man könnte dann sozusagen im Fraktal selbst jetzt die Tränke je nach Situation durchwechseln, um dann sich da auch optimal drauf vorzubereiten. Müssen wir aber jetzt nicht machen, wie gesagt, das ist sowas, das kann man sich dann angucken in dieser Liste, in dieser Tabelle, die Lisa gepostet hat. Und so kann man immer bei jedem Fraktal gucken, was man da machen muss oder machen kann. Das geht übrigens los, indem man sich halt das richtige Level einstellt und dann hier in das Portal reinläuft. Genau, und dann müssen alle ready machen, dass man auch sicher geht, dass alle da sind. Sozusagen und mit deinem Müsteffekt geht's los. Genau. So, jetzt starten wir hier am Anfang erstmal bei dem dem Feuer und laufen jetzt geradeaus. Und da ist dann in der Mitte nochmal ein Feuer. Sobald ihr in die Nähe von diesem Feuer kommt, kriegt ihr einen Special Action Key. Könnt ihr mal gucken, der ist dann über euren normalen Skills. Und mit diesem Special Action Key macht man sozusagen dieses Feuer an. Und jetzt müssen ein paar Leute rumlaufen. Übrigens auf eine gute Taste legen. Normalerweise ist der auf SZ, was totaler Schwachsinn ist. Weil der ist, also jetzt hier kann man den Skill zwar die ganze Zeit benutzen, aber es gibt auch oft Situationen, wo man wenig Zeit hat, das zu machen und vielleicht sogar damit irgendwo hinzielen muss. Das heißt, da habt ihr keine Zeit, irgendwie erst SZ zu drücken oder mit der Maus anzuklicken, das klappt nicht. Also, falls ihr den noch nicht belegt habt, dann macht das auf jeden Fall. Genau, können wir gleich nach dem Fraktal einmal machen, dass sich das hier da gut belegt. So, und hier ist es so, dieser Scheiterhaufen, der geht automatisch nach einer Zeit aus. Das heißt, wir müssen rumlaufen und diese Holzbalken einsammeln. Und die kann man dann hier ins Feuer schmeißen, um das Feuer sozusagen am Laufen zu halten. Und zusätzlich kommen Gegner, die einen nerven. Und da hinten habe ich mal markiert so ein Eisbrut-Elementar. Wenn die es schaffen, zum Feuer hinzukommen, dann machen die richtig viel sozusagen von dem Feuer weg. Ihr seht ja, wenn er auf den Scheiterhaufen anklickt, dann hat er so Lebenspunkte, die mit der Zeit runtergehen. Wenn die Lebenspunkte auf 0 sind, geht er halt aus. Und das Event geht nicht weiter, muss man erst wieder Brennholz reinwerfen und sozusagen den wieder anzünden und am Laufen halten und so weiter. Und wenn halt so ein Eiselementar durchkommt, dann macht er richtig viel von diesen Lebenspunkten von diesem Scheiterhaufen weg. Von daher müssen sozusagen einige Spieler müssen dieses Brennholz einsammeln, andere Spieler müssen die Gegner generell töten und wieder andere Spieler müssen die Eisbrut-Elementare aufhalten. Und je nach Fraktal-Level sind die unterschiedlich schnell und spawnen auch unterschiedlich schnell nach. Also auf T4 dann laufen die nicht normal zum Feuer, sondern die rennen zum Feuer. Und die kommen auch im Prinzip permanent nacheinander. Sobald einer tot ist, kommt der nächste sofort. Das heißt, man braucht einen Spieler mindestens, der sich die ganze Zeit nur um diese Eisbrut-Elementare kümmert und die tötet. Und irgendwann ist dann hier vor uns... Ich wollte nur sagen, es gibt außerdem so einen Debuff, wenn ihr lange nicht beim Feuer wart, dann kriegt ihr so Erfrierung oder Unterkühlung. Genau, das macht Schaden. Und das macht halt immer mehr Schaden. Und wenn ihr dann zum Feuer hingeht, dann wird das entfernt und ihr bekommt so einen positiven Buff. Jetzt können wir erstmal hier kurz warten. Das ist hier in dem ganzen Fraktal. Weil das haben wir im Prinzip gemacht, indem wir das Feuer am Laufen gehalten haben, haben wir so eine Eiswand geschmolzen. Dann kann man sich hier nochmal kurz bei der Singularität ausruhen und die benutzen, falls man das schon kann. Und jetzt geht's als nächstes zu so einem Zwischenboss. Das ist so eine elementare Quelle. Um die rum stehen auch 5 Feuer. Da rennen wir jetzt erstmal hin und die zünden wir an. Die Sache ist die... Wartet noch kurz, ich erkläre das kurz. Und auch wie die normale Strat da ist. Die Sache ist die, man kann, sobald alle 5 Feuer gezündet sind, kann man in die Mitte laufen und diese Quelle angreifen. Und alle 25% Lebenspunkte macht diese Quelle eine Attacke,
die die Feuer außen ausmachen will. Das heißt, die schießt so Projektile zu diesen 5 Feuern. Und wenn diese Projektile treffen, machen die die Feuer aus. Wenn alle 5 Feuer aus sind, dann werden alle Spieler kurzzeitig blind. Man sieht nichts mehr und man wird irgendwo randommäßig in der Arena hin teleportiert. Und danach kann man die Feuer wieder anmachen. Aber auch da muss man, um die wieder anzumachen, erst wieder Holz reinschmeißen, die dann wieder anzünden und sowas. Außerdem hat die Quelle in der Mitte, die hat außerdem einen Buff, der stärker ist, je mehr Feuer aus sind. Das heißt, je mehr Feuer an sind, desto niedriger ist der Buff. Und dieser Buff sorgt dafür, dass die Quelle weniger Schaden bekommt. Das heißt, wenn man will, wenn man maximalen Schaden machen will, müssen halt möglichst viele Feuer brennen. Das Besondere ist, diese Projektile, was diese Quelle alle 25% schießt, diese Projektile kann man reflektieren. Das heißt, wenn man irgendeinen Spieler dabei hat, der einen Reflektionsskill hat, zum Beispiel eine Krone mit einer Feedback-Bubble, der kann dann, wenn er es gut timen kann, ab 75% kommt die Attacke ja das erste Mal, kann man diese Feedback-Bubble stellen und dafür sorgen, dass diese Projektile gar nicht von dem Boss wegkommen und somit werden natürlich auch die Feuer außen nicht ausgemacht. Und wenn man jetzt ganz, ganz viel DPS hat, dann schafft man sogar, die Quelle komplett zu töten, bevor überhaupt die Feedback-Bubble wieder ausgelaufen ist. Das heißt, wenn der Boss alle 25%, also bei 75, 50 und 25% seine Projektile schießt, dann ist die Feedback-Bubble sogar die ganze Zeit noch an und reflektiert einfach alles. Das heißt, die Strat, die sozusagen die meisten Spieler selbst auf T4-Fraktale benutzen, ist, alle rennen gemeinsam rein. Es werden einfach ohne Holz reinzuschmeißen, weil die Feuer außen, die haben schon die Hälfte ihrer Lebenspunkte, haben die schon. Man muss die nur noch anzünden. Das heißt, ohne Holz reinschmeißen, einfach reinrennen, alle 5 Feuer entzünden und dann einfach maximalen DPS auf die Quelle machen und die einfach so schnell töten, bevor die Feuer ausgegangen sind, sozusagen. Und im Idealfall, irgendeiner reflektiert die Projektile. Das ist sozusagen die Strat. Und selbst wenn man mal wegteleportiert wird, hat die Quelle wahrscheinlich so wenig Lebenspunkte, dass man selbst mit diesem Debuff noch schafft, die einfach zu töten. Und genau das machen wir jetzt auch. Das heißt, wir rennen über die Brücke, zünden die 5 Feuer an, dann gehen wir in die Mitte und dann einfach maximalen DPS durchballern. Okay, alle ready? Dann los. Wie gesagt, ich hab's Aldail schon gesagt, ich kenne meine Rota nicht auswendig. Ist gar kein Problem jetzt hier, ist okay. Überhaupt nicht schlimm. Jetzt sind hier diese Scheiterhaufen, da rennen wir jetzt einmal im Kreis, zünden die mit dem Special Action Key an. Und wenn alle 5 brennen, das ist jetzt der Fall, jetzt gehen wir in die Mitte und jetzt verprügeln wir die Quelle sozusagen. Und jetzt steht auch schon die Feedback-Bubble da, ein paar Projektile wurden reflektiert und jetzt ballern wir die einfach weg und das war es sogar schon. Zwischenboss wow. Schon besiegt. Okay. Und die Feuer sind nicht mehr ausgegangen. Und das funktioniert, wie gesagt, selbst auf T4. Aber da müssen dann natürlich alle schon ein bisschen besser ihre Rotation kennen und ein bisschen mehr Damage machen, aber auf T1 muss man sich eigentlich überhaupt gar nicht groß drum kümmern. Und viel schwieriger werden die Bosse hier auch nicht. Also die sterben alle so schnell hier auf T1. Cool. Also ist wirklich gar kein Problem hier. So, und jetzt ist einfach nur durch den Wald rennen. Hier sind zwar Gegner im Wald, aber die werden in den meisten Fällen einfach ignoriert und man rennt einfach durch. Auch wenn man hier stirbt, ist das nicht so schlimm. Man versucht hier einfach nur einen einzelnen Spieler durchzubringen, weil sobald ein Spieler durch ist, wird ein neuer Checkpoint aufgemacht und wenn man stirbt, spawnt man an diesem neuen Checkpoint. Von daher. Und ab und zu stolpern Spieler auch absichtlich über einen Stein, damit sie nicht laufen müssen, weil sie eh da hinten spawnen, sobald genau. Der erste ankommt. Wer faul ist, macht einfach /GG und lässt irgendeinen anderen armen Troll, rennen. Da kommt dann auch gleich, in der Mitte vom Bildschirm steht gleich was und weiß man, dieser Checkpoint wurde erreicht. Müsste jetzt kommen bei euch, besiegt den Schamanen. Und dann könnte man sich wiederbeleben, dann spawnt man hier. Genau, also kann ich auch mal zeigen, ich töte mich jetzt hier einmal und wenn ich wiederbelebe, bin ich sofort wieder hier. Das heißt, es muss nur ein Spieler durchkommen und das war's. Ist ja wie bei Kaiser Mario, oder? Und das ist genau wie in Dungeons, man kann ja in Fraktalen Spielzeuge und sowas benutzen. Und es gibt zum Beispiel die Henkersaxt oder auch diesen Choya-Trank und so, mit denen man sich extrem schnell bewegen kann. Und das kann man zwar in Raids nicht machen, aber hier in Fraktalen kann man diese Sachen alle benutzen. Und dann ist es halt oft so, dass wenn ein Spieler vorsprintet und ganz offensichtlich das hat, dann kommt man, wenn man die Henkersaxt beispielsweise nicht hat, kommt man gar nicht hinterher. Und dann ist es oft so, dass halt einer vorsprintet und alle anderen GG'n einfach und sobald der eine dann durch ist,
spawnen alle zusammen genau. Dann hier. Also das wird, es wird in jedem, wird immer so gemacht hier im Schneeblind-Fraktal. Ein Spieler sprintet vor und versucht den Checkpoint auszulösen. So, und jetzt sind Weil wir schon man damit halt extrem schnell ist. Ich kann euch das ja mal zeigen. Wenn ich hier hinten jetzt einmal den Skill drücke. Und ich habe es jetzt abgebrochen, es wäre noch ein Stück weiter gegangen. Aber genau. Ich wollte nicht in den Bossraum rennen. Ja. Also. Genau, also jetzt der Endboss, der ist so, dass dieser Legende Schamane Lorna Drachensucher da hinten, den verprügeln wir jetzt. Der hat natürlich auch wieder eine Breakbar, die versuchen wir zu brechen. Das ist generell so, wenn ihr in Fraktale einen Gegner mit einer Breakbar seht, also mit diesen blauen Lebenspunkten unter seinen roten Lebenspunkten oben, wenn ihr den anklickt, dann wird die gebrochen. Das ist ganz wichtig, in Fraktalen immer Breakbars brechen. CC. Genau. Und dann einfach maximalen Damage. Das Besondere bei dem ist, der hat noch ein paar Ads, die gurken so außen rum, die werden größtenteils ignoriert und man hofft, dass die im AOE einfach so nebenbei sterben. Und alle 25% teleportiert er sich weg, also da verschwindet er einfach. Und dafür spawnt so ein Eisgolem-Vieh, so ein Eisoger spawnt. Und der Boss kommt erst wieder, wenn man diesen Eisoger getötet hat. Das heißt, man wechselt die ganze Zeit zwischen diesen beiden Gegnern hin und her. Erst den Boss bis 75%, dann ist der weg, dann den Golem, dann tötet man den, dann kommt der Boss wieder, dann wieder den Boss, dann geht der wieder weg, dann kommt wieder der Golem, dann macht man den wieder und so weiter. Und ganz am Ende verwandelt sich der Boss nochmal in den Bären, die letzten 25%, wobei ich gar nicht weiß, ob der das auf Tier 1 macht, werden wir gleich sehen. Und dann kriegt er weniger Schaden und dann ist gleichzeitig noch ein Golem da. Und wenn man den Golem tötet, dann kriegt der Boss wieder mehr Schaden, als wenn man den Golem nicht tötet, aber oft wird auch das einfach ignoriert. Also im Prinzip die Strat ist, komplett alles ignorieren und einfach immer zwischen Boss und diesem Golem hin und her wechseln. Und das ist schon alles. In dem Kampf gibt es übrigens sehr, sehr viele AOEs, das heißt, es kann oft sein, dass man sich mal bewegen muss, aus Sachen rausdodgen oder laufen muss. Generell solltet ihr immer versuchen, dass die Gruppe möglichst nah zusammen bleibt. Wir haben zum Beispiel jetzt in dem Fall hier auch einen Healer und das ist auch später oft so, dass man mit einem Heiler spielt. Das ist in dem Kampf hier aber gar nicht so einfach, weil die Leute halt schon schauen müssen, dass sie nicht in Sachen drinstehen. Und es gibt auch von außen, das ist jetzt für uns auf dem Level hier nicht so wichtig, aber gibt es so eine Art Eistürme oder Eisscherben, die so Projektile schießen. Die kann man reflektieren beispielsweise und die kann man auch töten. Also wenn man beispielsweise in Tier 4 echt Probleme damit hat, dann kann man die kaputt machen, wenn man es braucht. Genau, also es spawnen auch die ganze Zeit noch zusätzlich über uns irgendwelche Eisscherben. Also irgendwann ist die ganze Arena voll mit irgendwelchen AOEs. Also man muss viel in Bewegung bleiben und aus AOEs rauslaufen oder dodgen. Aber prinzipiell haut man die ganze Zeit nur auf zwei verschiedene Gegner abwechselnd drauf sozusagen und versucht zu überleben. Aber es wird auch jetzt sehr schnell gehen, werdet ihr sehen. Gibt es ein paar Fraktale, bei denen man die Mounts benutzen kann? Nein, gibt's nicht. Ah, okay. In Fraktalen, dadurch, dass das halt noch alte Instanzen sind sozusagen, geht generell nirgendwo auch in der Fraktallobby nicht, also Mounts. Okay, ja, das habe ich gemerkt, aber ja. Okay, also man kann auch die Fraktale tatsächlich machen, ohne auch nur irgendein Add-on zu haben, weil keins der Add-on-Features in den Fraktalen benutzt wird. Okay, gut, dann würde ich sagen, 3, 2, 1, Aufi. Also jetzt einfach auf diesen Boss da drauf, den verprügeln, direkt die Breakbar brechen. Oh, der teleportiert sich gar nicht. Doch, jetzt hat er sich einmal wegteleportiert. Und jetzt spawnt er dieses Abbild, dieses Eisbrot-Abbild. Das müssen wir jetzt töten. Und dann kommt der Boss wieder. Und jetzt können wir wieder auf den Boss. Jetzt hat er sich in Bären verwandelt und jetzt ist er tot. Jetzt hat er sich sogar tatsächlich nur einmal wegteleportiert. Auf T4 portet er sich, wie gesagt, alle 25%. Bei 75, 50 und 25... Ne, bei 25 nicht mehr. Da verwandelt er sich in Bären. Und er hat auch jetzt am Ende, wo er dieser Bär war, hat er weniger Schaden bekommen als vorher, weil halt dieses Abbild zusätzlich noch spawnt und das gibt ihm sozusagen einen Buff, solange das lebt, dass er weniger Schaden bekommt, der Boss. Und diese Eistürme außen drumherum, die waren jetzt sogar gar nicht da. Also auch die spawnen anscheinend auf T1 gar nicht. Aber damit ja, also auf Level 1 ist es ja schon sehr easy. Ja, richtig. Ja, darum, genau. Das meinten wir ja. Man kann komplett ohne Vorwissen und ohne sich groß vorbereitet zu haben, kann man einfach Fraktale starten. Man muss da wirklich keine Angst vor haben, weil das ultra, mega, ultra einfach anfängt. Theoretisch kann man die Fraktale sogar auch zu zweit machen oder so, wenn genau. Man sich auskennt am Anfang. Solo. Es wird dann halt immer Stück für Stück schwerer und irgendwann ist es dann auch tatsächlich nötig, dass man die Mechaniken gut verstanden hat.
Und halt auch dodged und die Mechaniken halt auch so spielt, wie sie gedacht sind. Jetzt am Anfang ist es alles relativ egal. Aber man muss es halt Stück für Stück irgendwie lernen, sonst hat man später echt Probleme. Genau. Ist klar, ja. Dann machen wir jetzt aber gut mit der Zeit, denke ich. Genau. Genau. Dann machen wir jetzt mal Untergrundeinrichtungsfraktal.